Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen, wie geht's Ihnen? Gut? Okay. Heute studieren wir Grammatik, das Prätertum. Lektion 39. Was bedeutet Prätertum? Slide 2. Prätertum bedeutet auf Englisch past, the past, past tense. Wir haben hier das Verb sein im Prätertum, in the past. Only das Verb sein. Ja, wir wissen schon, das Verb sein. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, wir, sie und sie sind und ihr seid. Okay? Aber Imperativum heißt waren. Waren, ja. Ich war, das ist ein Startverb. Ich war, du warst. Er ist, sie, ja, gleich du, ich. War, er ist, sie, war. Wir, sie und sie waren und ihr wart. Okay. Bewahren Sie das Verb? Okay. Beispiele in Slide 3. Schlüsselwörter. Ja. Keywords in Slide 3. Keywords. Gestern bedeutet yesterday. Okay. Vorgestern, früher. Und letzt. Wenn ich sehe diese Schlüsselwörter, dann das bedeutet der Satz im Präteritum, okay, in the past. Zum Beispiel, ich bin heute in Deutschland. Heute, today, in Deutschland. Das ist Präsens. Ich war gestern, yesterday, in Deutschland. Okay? Das ist Prätertum. Okay. Slide 2. Repeat after me oder wiederholt. Ich war, du warst. Er ist sie. Auch any name. War, wir, sie und sie. Plural. Waren, ihr wart. Okay? Schlüsselwörter sind gestern, vorgestern, früher und letzt. Okay. In Slide 4. Hausaufgabe. Wähle aus. 1. Wo bist oder warst du? Mit du benutzen wir warst oder bist. Okay. Aber hier Schlüsselwort gestern. Okay. Gestern in Prätertum, nicht in Präsens. Wo warst du? Die Antwort ich. Ich was? Ich im Prätertum auch. Ich war im Club. In the club. Ich war im Club. Nummer 2. Letzte Woche. Ja, das ist was? Das ist Präsens? Nein. Das ist, ja, Prätertum. Okay. Letzte Woche ist oder war das Wetter kalt? War. Sehr gut. War das Wetter kalt? Ja. Wir sind im Prätertum. 3. Heute bin oder wart ich im Theater? Ja. Ich, heute, ja, Schlüsselwort vor, Präsens oder Prätertum? Ja, Präsens, wir sind today, in Präsens, bin ich im Theater. Nummer 4, Laura, ist oder war oder bin, okay, vorgestern krank, vorgestern, ja, im Prätertum. Laura, ist oder war, okay, sehr gut, war vorgestern krank. Okay, bedeutet sie. Okay. Wir müssen die Konjugation des Verbs bewahren. Okay. Und viele Übungen im Booklet lösen. Okay. Dankeschön fürs Zuhören. Bis gleich und tschüssi.